Dröhnende Beats und bouncende Hände, soweit das Auge reicht. Wir sind bei Europas größtem Hip-Hop-Open-Air und nehmen die Hopper mal genau unter die Klischeelupe. Shaken die Mädels wirklich den Booty wie Beyoncé und hängen tatsächlich alle Hosen in der Kniekehle? Unsere erste Kategorie, der Slang. Die Hip-Hopper tanzen ja mega cool und lassen gern den lässigen Checker raushängen. Doch was ist eigentlich mit dieser Hip-Hop-Sprache? Sprechen die coolen Jungs tatsächlich Slang? Alter Dicker, natürlich gibt's den. Was geht mit euch? Yeah, Mann, alles cool, Alter. Ey, Brudi, was läuft? Digger und Alter gehören hier tatsächlich zum guten Ton. Aber es geht auch richtig kompliziert. For shizzle, my nizzle. Hä? Wir übersetzen. For shizzle ist Slang für for sure, was einfach aber sicher heißt. Geht's noch krasser? Ganz einfache Dinge, 90er-Sachen. Yo, surprise, motherfucker. Ah ja, der Hip-Hopper sagt nicht langweilig ja, sondern lässig yo. Und Surprise, Punkt, 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 ist hip-hopperisch für Überraschung. Wir stellen fest, Slang ist kein Klischee, sondern Hip-Hop-Realität. Wir kommen zur nächsten Kategorie, der Style der Hip-Hop-Boys. Eigentlich ganz einfach, oder? Man denkt, genau so wie er sieht ein Hip-Hopper aus. XXL-Klamotten, Bling-Bling und Sonnenbrille. Also schauen wir uns mal um. Die vielleicht? Oder er? Nee, irgendwie hat hier keine Riesenshirts an. Die Boys zeigen lieber ihre gestählten Bodies. Fehlt man lieber unsere Körper. Die sind jetzt viel besser, ne? Komm schon. Ja, das glaub ich. Das kommt doch ins Fernsehen, Alter. Mal sehen, wie es mit den Hosen aussieht. Welcher Style ist angesagt? Mein Style, einfach lockere Hose, tief hängen haben, einfach cool aussehen. Sonnenbrille, Cappy, Style. Die Hose, muss die so ein bisschen auf Halbmast hängen? Ja, muss nicht sein, aber der Style sagt ja. Wir haben das Maßband gezückt und gemessen. Mit 11 cm ist er unser Gewinner. Das ist cool so, das ist cool. Genau. Die Mützen schräg und die Hosen auf 8,5. Unsere Hip-Hopper halten keine Zäune. Früher hingen die Hosen definitiv tiefer. Den krassen Baggy-Style sieht man kaum noch. Heute trägt der Hip-Hopper auch mal Blümchen-Hipster-Shorts. Unverzichtbar dafür. Ein Cap, wie das da. Richtig. Hier trägt so gut wie jeder eine stylische Kopfbedeckung, auch die Mädels. Ich finde, so ein Cap ist ein Must-Have, ja. Doch nicht nur ein Cap gehört zum Hip-Hop-Style der Mädels. Hip-Hop-Mädels gelten als besonders freizügig. Und dieses Klischee bestätigt sich tatsächlich. Je knapper das Outfit, desto besser. Die Hotpants sollen so kurz wie möglich sein und obenrum tut's ein Bikini. Klar, es ist heiß draußen, aber das ist nicht der Hauptgrund für die sexy Outfits der Hip-Hop-Girls. Da können sie wahrscheinlich mehr abgehen, weil wenn sie so angezogen sind, wie sollen sie sich dann bewegen? Ich denke, viel Haut ist gut. Kann man zeigen. Ja, ich finde schon, dass man im Hip-Hop-Bereich mehr Haut zeigt. Also sieht man ja auch in den Hip-Hop-Videos. In puncto Styling entsprechen die Festivalgängerinnen also voll und ganz dem Klischee des knapp bekleideten Hip-Hop-Girls. Aber wie sieht es mit den Tanzmoves der Hopper aus? Bei den Jungs dominiert ganz klar eine einzige Bewegung, der wippende Arm. Eine Bewegung, die alle kennen. Das machst du 4 Tage lang. Mega lässig und cool wippen die Hip-Hopper vor sich hin. Nicht, dass die Baggies noch verrutschen. Und was ist mit den Mädels? Shaken sie den Allerwertesten wirklich wie in den Videos? Die nicht. Und die beiden auch nicht. Also so richtig gehen die Frauen nicht aus sich raus. Zumindest in der Theorie wissen sie aber, wie es geht. Wie muss man denn tanzen zu so einer Musik? Shake your ass! Bootylicious Booty Shake. Also ist wichtig, dass der ganze Körper bewegt wird und vor allem der Booty geshakt wird. In der Realität finden wir leider nur Booty Shaken in sehr abgespeckter Form. Was ist nur mit den Frauen los? Naja, ein paar Ladies haben wir dann doch noch gefunden, die sich richtig ins Zeug legen. Aber das Klischee der Popo-wackelnden Hip-Hop-Bräute hat sich nicht bestätigt.
Beim Slang sind die Hopper die Checker. Aber wie sieht es in ihren Beziehungen aus? Wir haben uns umgeschaut, ob die Männer wirklich die Pimps sind und die Frauen nichts zu sagen haben. Wer hat tatsächlich die Hosen an? Keine Frage. Der Mann. Ich darf mir Hosen anziehen, aber sie entscheidet, welche Farbe. Das ist die Bitch und ich bin der Pimp. Das ist gerade ein bisschen übertrieben hier. Ja, klar. Klar. Aber auf dem Open muss man so sein. Das gehört einfach dazu. Also in Wirklichkeit ist alles nur Hip-Hop-Show. Denn eigentlich sieht die Sache oft anders aus. Die Frauen sind die Königinnen im Hip-Hop. So sieht es aus. Wenn er nicht auf mich hört, gibt's halt Ärger. Ich mach das nur draußen. Zu Hause ist es dann wiederum anders. Hier lasse ich aber dann die. Zeig, dass ich der Boss bin, sag ich mal. Das Pimp-Klischee stimmt also nur zum Teil. Und eigentlich sind die coolen Jungs ganz handsam. Wir haben die Hip-Hopper beim Frauenfeld Open Air genau unter die Lupe genommen und festgestellt, die Frauen sind tatsächlich freizügig und auch der Hip-Hop-Slang ist kein Klischee. Dagegen sind wackelnde Hintern hier kaum zu finden und auch das Pimp-Gehabe ist mehr Schein als Sein.